Ich begrüße Sie und euch zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen FC Augsburg. Ein Gruß geht an unsere Gäste vom FCA und ihren Trainer Enrico Maaßen. Zum ersten Mal bei uns im Europaparkstadion. Herr Maaßen, Ihr Kommentar zum Spiel hier. Ja, guten Abend von meiner Seite. Christian, dir herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg und natürlich auch dem SC Freiburg. Danke. Ich glaube, dass wir über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht haben gegen einen sehr guten Gegner. Wenn man weiß, wie schwierig es ist, hier zu spielen, hier zu bestehen, bei der Emotionalität von allen Seiten, bei der Zweikampfstärke. Meine Mannschaft hat ein großartiges Spiel gezeigt. Das belegen auch die Daten. Wir haben hier 16 Torschüsse. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir die Tore einfach zu einfach bekommen. Standardqualität des Gegners haben wir angesprochen, brutal. Da musst du mit allem, was du hast, das Ding verteidigen. Aber auch davor, glaube ich, haben wir genügend Möglichkeiten, um hier mindestens einen Punkt mitzunehmen. In der 80. Minute dann die letzte große Möglichkeit, die wir hatten durch Demirovic. Herausragende Tat vom Freiburger Keeper. Ich finde trotzdem auch eine Schlüsselszene in der 54. Minute, die irgendwie ganz untergeht. Da gibt es einen Stürmerfoul oder einen Offensivfoul gegen Robert Gumni im Strafraum. Wenn man sich die Szene anschaut, kann ich nicht verstehen, wie man da einen Offensivfoul geben kann. Das ist für mich ein klarer Elfmeter, versucht den Ball zu sichern und wird klar mit dem ganzen Bein eigentlich weggeblockt. Und es ist, wenn dann, ein Elfmeter, aber kein Stürmerfoul. Aber klar, wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir die Tore zu einfach bekommen haben. Alle drei Tore zu einfach bekommen haben, auch wenn es eine Qualität ist vom Gegner, diese zweiten Bälle so aufzusammeln in der Box. Auch wenn es eine Qualität ist, diese Standards so zu spielen, wie sie sie spielen, kann man das besser verteidigen. Und wenn du das nicht tust, dann musst du eben mehr Tore schießen. Das ist uns heute nicht gelungen. Und deswegen konnten wir ein sehr gutes Spiel heute nicht so gestalten, dass wir etwas Positives hier mitnehmen an Punkten. Aber dennoch, glaube ich, sieht man ganz klar eine Entwicklung in der Mannschaft. Und jetzt geht es darum, mutig zu bleiben und gegen Leverkusen zu gewinnen. Und das ist jetzt das Ziel. Freiburg und Christian, ich wünsche euch alles Gute für die restliche Saison. Macht es wirklich toll. Danke. Danke vielmals, Rico. Ja, gute Augsburger. Schwierig. Wir sind hoch angelaufen, ab der 60. Minute. Habe überlegt, ob wir dann wechseln. Im System auch. Dann wurde es besser, weil man zweite Halbzeit dann immer ganz so hoch anlaufen musste. War schwierig mit Meier, der nach innen kommt. Und dann sind wir besser durchgeschoben. Und dann hatte man ja auch danach genug Situationen, wo wir dann natürlich auch die ein oder andere Torchance nützen sollten. Aber Augsburg war stark, sehr stark, schlau gespielt. Ich habe es nicht zugekriegt in manche Phase des Spiels. Aber trotzdem haben wir sehr gute Torchance in der Summe. Jetzt haben wir mal zwei Tore gemacht aus dem Spiel raus. Das ist das, was du diese Saison, wenn du was kritisieren willst, kannst du vielleicht das kritisieren, dass wir natürlich aus dem Spiel raus mit den Chancen, die wir haben, machen wir zu wenig Tore. Jetzt haben wir heute zwei gemacht, aber wir lassen natürlich noch einiges liegen. Heute auch wieder. Ich bin sehr, sehr froh. Wir haben gegen sehr, sehr starke Gegner gespielt. Ich habe es gewusst, dass es so kommt. Ich habe das Spiel gegen Dortmund gesehen von Augsburg. Ich habe das Spiel gegen Gladbach gesehen. Ich habe genau gewusst, was auf uns zukommt. Die Mannschaft hat brutal investiert am Mittwoch. Das ist ja unglaublich gewesen. Wir hatten nach 30 Minuten 80% gewonnene Zweikämpfe. Du kannst nicht immer diese Intensität gehen in jeder Situation. Und das hast du heute auch gemerkt. Aber am Ende, aufgrund der Torchance, die wir auch noch liegen gelassen haben, war es, glaube ich, verdient. Aber wenn der Demi das 2-2 macht in der 80., dann wissen wir nicht, wie es ausgeht. Ich wünsche mir, Rico, weiter ganz viel Glück. Und wenn sie auf diese Art und Weise weitermachen, wie sie jetzt spielen, dann schaffe ich es auf jeden Fall und bleibe selbstverständlich dann in der Liga. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Bei Fragen bitte ich gerade um kurzes Handzeichen. Wir fangen an mit Moritz Kreilinger vom Kicker. Streich, wir haben ja Mittwochabend über Lukas Höhler gesprochen und Sie hatten dann den Konkurrenzkampf auf diesen Offensivpositionen angesprochen. Sie wurden ja heute darin bestätigt, ihn wieder aufzustellen. Was hat aber letztlich den Ausschlag gegeben für Höhler und in dem Fall jetzt gegen Vincenzo Grifo?
Ich war nicht gegen Vincenzo Grifo. Der Vincenzo war richtig krank. Es ging darum, jetzt, was kriege ich mal Energie auf den Platz von Anfang an, wenn man gewusst habe, was Augsburg für eine Energie hat. Hat heute jeder gesehen. Und der Lucky hatte ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Frankfurt und war einer auch der Faktoren, warum mir so dermaßen Frankfurt unter Druck setzen konnte. Und deshalb wollte ich ihn heute einfach nicht rausnehmen. Es ist in so einer Situation, wo ein Spieler so ein gutes Spiel macht, ihn dann rausnehmen. Und was toll ist bei uns dann, ist, dass so ein toller Spieler wie der Vincenzo Grifo, ich ihm das erkläre, ich ihm das sage und er sagt, er freut sich nicht, dass er nicht spielt, aber er sagt, alles völlig okay, weil er das Spiel ja auch gesehen hat und wünscht ihm Lucky alles Gute und pusht den Lucky. Das ist außergewöhnlich, wenn du so ein verdienter und guter Spieler bist wie der Vince. Und das zeichnet viele Spieler bei uns auch aus und es gibt uns Energie. Lucky hat das Tor gemacht, Vorbereitung vom Litztor an war überragend. Gehen wir zu unseren Gästen nach Augsburg. Herr Maas, was sagen Sie zu dem Torjubel von Berisha? Ist das emotional oder hat es auch noch ein Nachspiel? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich das noch nicht gesehen habe. Ich habe mir natürlich die Pfiffe gehört, habe mich in dem Moment, glaube ich, zur Bank umgedreht. In der Regel ist Mergin nicht dafür bekannt, ein ganzes Stadion zu provozieren. Es ist eher ein ruhiger Charakter. Er hat seinen Torjubel, den er immer macht. Ich glaube nicht, dass er sich vorgenommen hat, hier die Kurve zu provozieren, aber ich habe es nicht gesehen und deshalb kann ich es nicht bewerten. Gerne erste Reihe, links. Herr Maaßen, nach dem 1:1, es hat glaube ich eine Minute und 19 Sekunden gedauert, bis das 2:1 gefallen ist. In Dortmund war es ähnlich. Ist da Ihre Mannschaft noch zu naiv oder wie kann so etwas passieren? Das ist die Frage. Also zweimal völlig unterschiedliche Verhaltensweise. Gegen Dortmund sind wir nach dem Tor voll draufgestürmt. Gegen Freiburg haben wir uns tief hinten reinfallen lassen. Ich glaube einfach, das war eine falsche Entscheidung, wie wir in der letzten Linie mit zwei Leuten dann den Kopfball suchen. Also es ist ja eigentlich gut, dass beide den Kopfball verteidigen wollen, diese Aktivität. Aber in der Situation wäre es besser gewesen, wenn einer dabei ein Innenverteidiger drin geblieben wäre, dann hätte es das Loch nicht gegeben, wo der Ball reinfällt für den Querpass, der dann zum Tor führt. Das passiert alles in Bruchteilen von Sekunden. Und klar, wir wissen ja alle, gerade nach dem Tor hast du dann immer diese Glücksgefühle und dann ist die Konzentrationsschwelle vielleicht nicht ganz, ganz hoch. Aber klar, das darf uns so nicht passieren. Und wir haben es ja über weite Teile des Spiels auch sehr gut verteidigt. Und gerade nach dem 1:1, wir waren richtig gut im Spiel, hatten wir trotzdem genügend Möglichkeiten, den Ausgleich wieder zu schaffen. Das zeichnet auch die Mannschaft aus, mit wie viel Mentalität sie spielt, immer wieder zurückkommt und sich nicht aufgibt. Und am Ende, klar, kriegst du das Dritte, das ist dann ärgerlich, aber die Art und Weise heute war wieder richtig gut. Und trotzdem, wenn du, und das haben wir ja gesagt, Freiburg macht so viel gut, machen wenig Fehler. Und wenn du dann so viele Möglichkeiten hier hast, musst du sie nutzen und selber musst du versuchen, deine Fehlerquote maximal gering zu halten. Anschlussfrage? Einfach kurz. Okay, dann Moritz Kreilinger, bitte. Bei mir ist auch eine Anschlussfrage an das letzte Thema. Haben Sie auch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht beide, Grifo und Höhler zu bringen und eben hinten wieder auf eine Viererkette umzustellen? Oder war das nach dieser Woche mit Viererkette Wolfsburg, die nicht so gut geklappt hat, und Dreierkette, die gegen die Eintracht so viel Stabilität gegeben hat, gar keine Option? Doch, war Option. War Option. Aber mir eigentlich, es gibt wenig Spiele, wo man nicht unsere Systematik durchspreche im Trainerteam. Klar, jetzt, wenn du jetzt gegen 4-4-2 spielst, spielen wir oft auch gerne, ich spiele gerne mit der Viererkette. Aber wie gesagt, wir hatten dieses Spiel in Wolfsburg und hatte jetzt dieses Spiel gegen Frankfurt. Und da ging es mir mehr um den Jungs Sicherheit zu geben. Also Sicherheit. Da hat es sehr gut funktioniert. Wenn die jetzt veränderst, fangen sie dann an, warum. Und also, es ging dann weniger um die Systematik vom Gegner. Natürlich schaust du dann danach, was sie machen, aber es ging jetzt ein bisschen mehr um uns selber. Und zwar keine ganz lange Woche, es war eine kurze Woche.
Und dann sind Videos eh noch Standardvideo, das Video. Und da muss ich aufpassen, dass du nicht zu viel mit ihnen in ihrem Kopf rumwühlst. Dann sage ich ganz herzlich Dankeschön, wünsche einen schönen Abend und Gästen eine gute Heimreise. Danke, ja, alles Gute. Danke.